Ja, wunderbaren guten Morgen vom Zentrum für Yoga aus Unterfranken mit einer weiteren Folge der Reihe Yoga von A bis Z. Bin der Markus, betreibe den YouTube-Kanal und heute geht es weiter mit dem Buchstaben Y. Y wie Yang, 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 das Bija-Mantra des Herzchakras. Y wie Yamas. Die Yamas, die sittlich-ethischen Gebote, nach Patanjali sind es fünf, nämlich Gewaltlosigkeit, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Nichtstehlen, sexuelle Enthaltsamkeit und Begierdelosigkeit. In der Hatha Yoga Pradipika werden 10 Yamas beschrieben. Ihr könnt es auf meinem YouTube-Kanal anschauen, gibt es ein extra Video über die Yamas. Dann haben wir das Yantra, sind geometrische Gebilde, so ähnlich wie Mandalas, nur ein bisschen, sag mal, eckiger. Vielleicht schon mal gesehen das Sri Yantra, wo 9 Dreiecke so ineinander verschachtelt sind. Dann haben wir Y Yama, Yama der Totengott. Und Yama hat auch noch eine andere Bedeutung. Yama ist eine Zeiteinheit von etwa 3 Stunden. Dann haben wir natürlich Yoga. Yoga, die Einheit, die Vereinigung von Körper, Geist und Seele. Das braucht man nicht weiter zu erläutern. Dann haben wir den Yogi, die Yogini. Das sind nicht einfach Menschen, die Yoga praktizieren. Das sind die Sadakas, die Übenden. Ein Yogi, eine Yogini ist man erst dann, wenn man Samadhi, sprich Erleuchtung, überbewusster Zustand, erlangt hat. Vorher ist man kein Yogi und keine Yogini. Sollte man respektieren. Und dann haben wir noch Yoni Mudra, wo man tief einatmet, den Atem anhält und dann die Geschlechtsteile nach oben zieht. Es gibt noch verschiedene andere Übungen, aber das ist so die einfache Variante von Yoni Mudra, wo man lernt, die Geschlechtsflüssigkeiten zurückzuhalten mit Hilfe des Willens. Nun, das war's zum Thema Y. Gerne beim Buchstaben Z können wir uns wiedersehen. Abonniert gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns bald wieder zum nächsten Video. Ciao, ciao!